So, ich drehe mal meinen Zettel um. Da haben wir einen neuen Startraum hier. Mit einer Sackgasse und noch einer Sackgasse und noch einer Sackgasse. So, jetzt sind wir in Level 9, ne? Ja. Hier kann ich... Nee, hier kann ich nicht durchgehen. Die Frage ist jetzt, haben wir hier wieder... Nee, das sieht schon mal wieder anders aus. Wahrscheinlich werde ich meinen Plan hier nicht brauchen, weil das wieder so ein Level ist, wo keine Räume sind, sondern halt irgendwas anderes. Hier macht, tut sich nichts. Ich denke mal, das wird sich noch irgendwie öffnen. Das sieht aus wie eine Tür. Irgendwie werden wir die sicherlich aktivieren müssen. Da ist Licht. Da sind Schalter. Hier sind Fässer. Eine Kiste. Noch mehr Kisten. Ein Bett. Okay, hier haben wir Schalter. Ansonsten nicht viel zu sehen. Ich drücke einfach mal. Hat sich nicht wirklich was getan. Oh, doch, da fährt irgendwas. Ach so. Ach so, ach so. Kann ich ihn nochmal drücken? Nee, ich kann nur einmal. Ich glaube, diese Blöcke, die da vor der Tür waren, die sind jetzt weggefahren. Doof ist natürlich, dass man da hinten nicht wirklich was sehen kann. Jetzt hat da hinten irgendwas sich getan. Ich weiß halt nicht. Also von hier oben kann man nicht wirklich sehen, ob ich da jetzt durchkomme. Ich gehe da einfach nochmal wieder runter. Nein, hier ist noch zu. Von hier oben sieht es aber so aus, als wäre das da offen. Also da ist der Durchgang und davor sieht man halt von hier aus nur schwarz. Das ist ein bisschen doof. Hier haben wir schon gedrückt. Jetzt fährt sich da irgendwas hoch. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, alle Schalter gedrückt. Den noch nicht. Ist es jetzt? Jetzt ist es offen. Jetzt konnte ich diesen wieder drücken. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ist es jetzt offen oder nicht? Nee, es ist nicht. Ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen Zeit verbringen. Ist es jetzt offen? Warum sieht man das von hier nicht? Ich brauche eine bessere Taschenlampe. Nein, es ist nicht. Wobei, die Taschenlampe ist eigentlich schon ziemlich gut, weil die hält schon die ganze Zeit. Etliche Stunden, die wir schon hier unten verbracht haben. Wie kriege ich denn das da weg? Ich habe hier auch nicht irgendwie Hinweise, oder? Steht hier wieder was an den Wänden? Nee. An der Decke? Auch nicht. Ich brauche doch irgendwie einen Hinweis. Welcher Schalter was macht. Und ich kann das da einfach nicht sehen. Ob sich davor jetzt... Vor allem, wenn ich hier an den Schaltern stehe, dann muss ich auch auf den Schalter gucken, sonst reagiert der nämlich nicht. Jetzt hat sich da irgendwas bewegt, aber ich meine ja nicht, dass das die Tür war. Nein, war es nicht. Das war hier neben der Tür. Wie kriege ich den Türstein weg? Vermutlich muss ich einfach nur irgendwie alles einmal durchprobieren. Hier? Da hat sich da was bewegt. Hat sich da was bewegt? Jetzt ist da irgendwas. Aber war das die Tür? Irgendwas ist da runtergefahren. Ja, das war die Tür. Okay, so, jetzt komme ich hier aber noch nicht weiter. Uff, oh, scheiße, welcher hat jetzt die Tür bewegt? Ich glaube... Es war der zweite. Wie viele haben wir denn eigentlich?
3, 4, 5, 6, 7. Also ich meine, ich schreibe mir mal eben 2, schreibe ich mir mal auf. Ich meine, der zweite hat die Tür bewegt. Jetzt, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, jetzt ist die Tür wieder zu. Stimmt? Ja, stimmt. Okay. So, und wenn ich jetzt nochmal die 2 drücke, dann ist die Tür wieder offen. Nochmal im Nachgucken. Wenn es jetzt immer noch zu ist, dann wäre... Scheiße. Dann... oder war das der dritte? Nein, jetzt ist immer noch zu. Also das ist nicht eine feste... Okay, doch, der dritte hat es aufgemacht. Dann... 3. Jetzt weiß ich nur nicht, was kann ich drücken, ohne dass es wieder zugeht. Hm. Wenn ich jetzt nochmal 2 drücke... Dann ist hier unten der ist oben. Und da in der Mitte ist... Aber frei, sehe ich das richtig? Oh shit. Wahrscheinlich gibt's hier. Ja, hier ist frei. Hier könnten wir nach unten. Oh. Okay. Leute, soll das so sein, dass man hier durch den Boden fallen kann? Ich glaube nicht. Jetzt bin ich... Okay, bin ich wieder im Startraum. Jetzt aber auch die Frage, ist jetzt alles zurückgesetzt? Nee. Ist nicht. Ja, also das hier ist auch noch irgendwie, scheint buggy zu sein. Hier darf man nicht runter, dann ist man ebenfalls unterhalb des Levels. Was habe ich jetzt gedrückt? 3 und... Ich glaube 3 und 2 habe ich gedrückt. Und wenn ich 1 drücke, ist der Eingang wieder zu. Okay. Vielleicht die Nummer 4? Was ist da hinten? Was? Zugang. Wir müssen hier noch irgendwas wegkriegen. Versuchen wir mal die... Die 6... Nein. Kann ich das nochmal drücken und dann macht es das wieder rückgängig? Ach so, das geht sogar. Ah. Damit wäre vieles einfacher gewesen. Ist da jetzt immer noch offen? Ich glaube, jetzt ist der Eingang wieder zu. Da kommen wir nicht durch. Da unten drunter geht nicht, weil dann fallen wir aus dem Level und da hinten ist ein Stein. So, ist hier jetzt wieder zu? Ja, ist wieder zu. Ach, verdammt. Also, nochmal... Nein. Ach, Mann. Macht das jetzt wieder den Eingang auf? Ändert sich das irgendwie? Komme ich da jetzt durch? Gibt es da eine feste Kombination oder ändert sich das immer dynamisch? So, jetzt komme ich bis hier. Jetzt, hier komme ich aber nicht weiter. Und da muss noch irgendwie was weg. Es ist ja auch nicht so, dass halt jeder Schalter eine Reihe in diesen Steinen hier bewegt, sondern... So... Der hier, der müsste weg. Aber wie kriege ich den weg? Das sah gar nicht so schlecht aus. Irgendwas ist runtergefahren. Möglicherweise hat uns das den Weg eröffnet. Den wir brauchen. Da kommen wir durch. Hier kommen wir hin. Dann aber nicht weiter. So, welchen Knopf habe ich dafür jetzt gedrückt? Dann, wir müssen hier irgendwie noch weiter. Ich versuche mal hier.
Das war falsch. Jetzt ist das wieder. Nee, das machen wir rückgängig. Probieren wir nochmal den. Nee, Moment. Der letzte macht wieder den Eingang zu. Wie wär's mit dem ersten vielleicht? Nein, der erste fährt auch wieder irgendwas hoch. Zweiter. Ist jetzt der Eingang wieder zu? Zwei Sachen sind hochgefahren. Nein, der Eingang ist noch offen. Wir kommen aber weiterhin nur bis da. Also zwei war auch falsch. Sechs, eins und zwei waren falsch. Dann machen wir einfach mal mit dem dritten weiter. Nein, das sieht falsch aus. Obwohl. Da hinten ist was hochgefahren, da ist was hochgefahren. Nein. Jetzt ist hier was runtergefahren, da hinten was hochgefahren. Das könnte jetzt aber richtig sein. Jetzt kommen wir hier. Ja, jetzt fehlt hier wieder was. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Möglichkeit dabei, aber ich bin zu doof dafür. Weil ich wieder zu kompliziert denke. Können wir nicht diesen Stein da runter kriegen? So, ja. Ja, komm, mach zurück. Also der muss runter, aber der darf da nicht hochfahren. Mist. Der hat irgendwas da hinten. Ja, es ist wieder alles so dunkel. Ich sehe einfach nicht, was sich da... Also da hinten bewegt sich was, aber wo noch? Hier vorne. Ich meine, das da hinten bringt uns, glaube ich, nichts. Ja, komm schon. Jetzt ist das hier hoch und das runter. Das mit den Knöpfen ist manchmal ein bisschen doof, dass man eine bestimmte... Na, jetzt zeige ich auch wieder zu. Irgendwie einen bestimmten Punkt treffen muss, damit die Knöpfe reagieren. Wie kriege ich den Eingang jetzt wieder auf? So. Jetzt muss ich da wirklich wieder jedes Mal hinlaufen und gucken, ob der Eingang offen ist. Nein, ist er nicht. Hatte ich nicht gesagt, 3 macht den Eingang auf? Muss ich jetzt nochmal gucken. Das war jedenfalls Schalter Nummer 3, aber der Eingang ist offen. Und wir kommen bis dahin, aber dieses mittlere Ding, irgendwie muss das weg. Entweder muss hier was raus oder was macht denn Nummer 1? Nummer 1 macht das runter, aber dann ist das wieder oben.